Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Digit, der Bagger-Simulator. Und ja, wir wollen weitermachen mit dem nächsten Auftrag: Blumenbeete für den Stadtplatz. Ja, nochmal für euch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ganz einfach, ihr könnt noch 13 Tage lang, also insgesamt 2 Wochen, könnt ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen. Was müsst ihr machen? Ganz einfach, auf den Link in der Videobeschreibung gehen, Gewinnspiel, dann kommt ihr nämlich zu Part 1 von diesem Let's Play und dort könnt ihr mit einem Daumen hoch und einem Kommentar bei dem Video Part 1 dann teilnehmen. Unter allen Kommentaren wird das Spiel nämlich verlost. Der Gewinner bekommt von mir einen Code, mit dem ihr das Spiel dann über Steam kostenlos runterladen könnt. So, wir wollen jetzt weitermachen. Wir haben ja hier schon einen Sandkasten für den Spielplatz und grüne Büsche für den Garten der Floristin. Absolviert, ja, ein Stern, ja, sicher, aber das ist auch gar nicht so einfach. Hier waren wir richtig gut, hat trotzdem nur einen Stern gebracht. Beim nächsten Mal machen wir einfach, reizen wir die Zeit komplett aus, auch wenn das immer sehr, sehr knapp ist. Und hier nur 5 Minuten Zeit. Also, der Stadtplatz wird renoviert, baggere ein Loch und platziere das letzte Blumenbeet auf dem Platz, um ihn in einen schönen, grünen Bereich zu verwandeln. Ja, das letzte Loch, die anderen haben sie schon gemacht. Und wir dürfen jetzt das letzte Loch noch machen. Super. Also, ein Loch buddeln und dann das Blumenbeet anlegen. So. Ja, dann machen wir mal. Fangen wir mal an. Also, es geht los mit dem ersten Auftrag in dieser Folge. So, die Zeit läuft auch schon. Deswegen steigen wir direkt ein. Tutorial ist auch wohl nicht mehr. So, da links, da rechts haben wir übrigens den Platz, wo der ganze Schutt dann hin soll. Und ja, wir fangen mal an. Ich hoffe, wir sind hier gerade. So, und ab dafür. 27%. Das ist doch schon mal eine gute Ausbeute gewesen. So, ich verwechsel nur noch immer das Auf- und Zumachen. Also, so ein paar Tasten, da ist man echt, bin ich dann echt noch am Überlegen. So, das war aber mal eine zünftige Kiste. Ja, naja, von wegen. So viel Prozente gab es jetzt nicht hierfür. So, auskippen den Mist. Und dann kümmern wir uns nämlich hier um den rechten Bereich. So, wieder runter die Schaufel. Und mal großzügig hier alles mitnehmen. Bisschen entlasten, damit die auch richtig zugeht. 43%. Na, ach komm, immer dieses WASD hier. Oh, aufpassen. Oh, da ist ein bisschen Schmutz gewesen. Na gut, kann man nicht hin, nicht ver, also kann man nicht ändern. Manchmal geht halt ein bisschen was daneben. So, und das ging ja eigentlich schon mal relativ zügig. Also wir haben hier die 75% schon fertig. Aber wir haben ja noch massig Zeit. Deswegen würde ich ganz gerne einfach mal auf 100% oder zumindest in die Richtung gehen. So, Achtung, jetzt müssen wir hier nämlich wieder runter machen. Und dann können wir den Hebel nämlich auch direkt ran machen. Und dann zu und hoch. 93%. Und eine nehmen wir noch. Eine Schaufel nehmen wir noch. So, einmal hier in die Mitte, damit nichts daneben geht. Tonnenweise Spaß. Das nächste Achievement. Ja, ich habe das Spiel übrigens hier vorab bekommen. Das ist eigentlich mal eine sehr nette Geste gewesen hier vom Publisher. Und deswegen zeige ich das auch jetzt schon. Das Spiel kommt nämlich erst nächste Woche raus. So, 97%. Mehr kriege ich auch nicht hin. Also ich glaube, das reicht auch. Und so, einmal hoch und auskippen den Krams. Und ja, wenn euch das interessiert, also ich habe schon vor, das Spiel hier komplett durchzuspielen. Also alles. Wirklich alles. So, kurz hier die Blumen mal anlegen und dann haben wir das eigentlich wunderbar gemacht. Und wir, oh ja, guck, da haben wir bei der einen Seite jetzt ein bisschen zu viel gemacht, aber das kann man halt wieder zuschaufeln, ist doch okay. Und ja, immerhin mal 2 Sterne, das ist doch schon mal gut. Also, 97% Löcher waren unpräzise gegraben. Ja, wegen dem letzten, da waren wir doch ein bisschen zu gierig. Schutt wurde bewegt in den ausgewiesenen Abladebereich und weniger als 5 Minuten, aber deutlich weniger. Und deswegen gibt es auch 2 Sterne. Ja, 1100 gibt es dafür.
So, und dann gucken wir mal, wo geht's weiter? Wo hier oben? Der Eiscremeladen. Nee, Quatsch. Hier ist ja auch ein Schloss. Wo geht's denn? Ach so. Hier brauchen wir einen neuen Bagger. Der Größe S. Na, das ist doch kein Problem. Dann gehen wir mal ins Geschäft. Hier sind nämlich an jeder Stelle Baggergeschäfte. So, Baggergröße S. Und das können wir uns sogar leisten. Also, den kaufen wir. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Begradigen. Was ist denn die Aufgabe hier jetzt? Platziere die Wasserleitung. Ein Verbaulöffel. Gucken wir mal gerade ganz kurz. Geschäft. Weil ohne Verbaulöffel ist das doof. Haben wir aber Verbaulöffel. Achso, für den Kleinen. Hier brauchen wir natürlich dann auch einen. Nehmen wir mit. Verbaulöffel S. Einer im Sack. Als nächstes Achievement. Und ja, dann können wir das hier auch starten. Ich guck gerade mal. Jetzt können wir das hier auch machen. Ach, hier brauchen wir wieder Fahrzeuge. Ach, guck an. Okay. Also Planierraupen und so gibt es hier auch noch. Also das ist schon abwechslungsreich. So. Der Eiscremeladen braucht eine neue Wasserversorgung. Der einheimische Eiscremeladen will sich vergrößern und braucht eine neue Wasserversorgung. Für diese Kanalbauaufgabe solltest du einen Verbaulöffel besitzen. Er ist ideal, um schmale Löcher auszubaggern. Dann mal los. Baggere ein Graben für die Wasserleitung. Platziere die Wasserleitung. 2000 gibt das. Aha. Mal das Doppelte. Und 10 Minuten haben wir dafür Zeit. So, da sind wir. Hier vorne, da können wir es sehen. Hier müssen wir lang buddeln. Und dann haben wir. Ah, nur einen einzigen Ablageplatz. So, wir wollen direkt loslegen. Ach, falsche Seite. Komm, wir können sogar springen. Hier, Low Gravity. So, also. Jetzt müssen wir erstmal. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Erstmal hoch. Ach du Scheiße. So. Jetzt müssen wir hier erstmal rüber. Und diesen blöden Löffel ablegen. So, Achtung, hier hinten und dann runter mit dir und zack, F9. Runter mit dir und F9. Wir werden den irgendwie nicht los. Hallo? F9. Das war doch F9. Ach, ist ja Mist. Naja, dann machen wir es halt mit dem hier. Das ist ja blöde. Warum das denn jetzt? Mensch, nochmal. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ja, ich muss mal gucken, dass wir hier so mittig sind. Ja, einigermaßen. So, das wird ja jetzt natürlich viel zu groß werden, habe ich irgendwie die Befürchtung. So, Achtung, jetzt müssen wir ganz hinten ansetzen. Und. Ach, scheiße, ich hab. Ach, die falsche Richtung. Das ist ja super. Ach, Mist, was mache ich denn hier jetzt? So, Achtung, nochmal. Und. Jetzt haben wir's. 8%. Na, ist ja nicht viel. So, und diesmal machen wir das auch so, dass wir hier rechts quasi anfangen, den Schutt abzuladen. Am besten hier so ein bisschen näher ran. Sonst geht das nämlich alles über die Grenzen rüber. So, und da links sehen wir, glaube ich, auch eine Anzeige, wie voll die Baggerschaufel. Oh Gott, wir haben hier durch den Boden. Da unten ist eine Höhle. So, also nach hinten, nach unten. Also ein bisschen noch nach rechts. Oi, 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 oi. So, noch ein bisschen so. Und nach unten ranziehen und zumachen. 100% voll, 18%. Das war noch mal fein. So, Achtung und abladen den Krams. Hier vorne irgendwie wieder. So, und weiter geht's. So, muss wieder ein bisschen platzieren. So, Schaufel auf. Bisschen nach hinten fahren. Runter. Ja, da können wir sogar noch ein bisschen nach hinten fahren. So, runter, ranziehen und zumachen das Ganze. Und zack, ein und das war ja nicht so ertragreich.
So, einmal abladen den Krams. Und weiter geht's. Ich glaube, wir sind hier fast ein bisschen tief gewesen eben. %25, ja, aber wir kommen langsam voran, ne? Alles im grünen Bereich. So, weiter geht's. Wieder ein bisschen nach hinten, dann ein bisschen nach unten. Ranziehen und zumachen und ab dafür. So, hoch, nach hinten und weg damit. So, weiter geht's. Fahren wir wieder ein bisschen zurück. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ah. So. Ah, 35%. Also wir kommen auf jeden Fall voran, ne? So ist es ja nicht. Auch wenn ich natürlich lieber so ein bisschen die andere Schaufel genommen hätte, aber naja, ging scheinbar nicht. Aufpassen. So, nochmal ordentlich tief reingraben. 40%. So, was sagt die Zeit? Halbzeit. 5 Minuten haben wir schon verbraucht. Warte mal, was ist da los? Hallo, Schaufel, machst du dich zu? Eieiei, was war da los? Na, okay. Prozente gab es auch so. So, einmal abladen den Mist. So, und da können wir fast nochmal beigehen. So, 52. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal wechseln. Oh, aufpassen, nichts kaputt machen hier. So. Ah, Mensch. Also, drehen wir uns mal, fahren wir mal in die Richtung. Dann drehen wir uns hier so ein bisschen. So, die Kamera muss ich auch mal wechseln. Und dann müssen wir nämlich hier mal weitermachen. So, aufpassen. Bisschen so seitlich, so. Bisschen ausfahren. Und ab dafür. 51%. Ah, da geht noch was. So, 100%. Und dann sind wir sogar schon hier bei 62. Bei. Wo sind wir? 55. So, wir müssen uns beeilen, so ein bisschen. Das ist jetzt gerade ein bisschen Zeit, ein bisschen stressig. Ja, 80% geht schon. 59. Warum haben wir uns jetzt hier verschlechtert? Scheiße, was war das jetzt? Ah, da war die noch nicht ganz leer. Ja, wenn es hektisch wird, dann ist es böse. 59, was läuft da jetzt gerade schief? Haben wir hier wieder nicht... Also wir haben ja Sand. Ah, jetzt werden wir, glaube ich, gerade so ein bisschen... bisschen unkonzentriert. So. Ich kann hier auch kaum was sehen. Ja, das war, glaube ich, okay. 69%. Also, wir sind wieder im Rennen.
Komm, einmal den Arm ran, das Ganze ein bisschen höher. Boah, wie soll das denn klappen? Können wir hier nicht so ein bisschen von hier, sonst haben wir überhaupt keine Zeit dafür. 71%, naja, ich weiß nicht. Einmal müssen wir da auch schon richtig dann hinfahren. So, Achtung. Jetzt muss ich mal die Kamera wieder machen. Okay. So, und jetzt müssen wir hier, wenn es irgendwie geht, na, noch mal kurz nach hinten. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind bei 76% gewesen. Sehr schön. Da ist die Wasserleitung. Und es ist ja egal, wie das links und rechts aussieht. Zack. Unpräzise gegraben. Bitte was. 76% in den ausgewiesenen. Ja, und weniger als 10 Minuten. Na, immerhin. Und die Kohle haben wir auch bekommen. Also 2018. Ich weiß nicht, was das Spiel von uns will. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit wir hatten. Wurde ich jetzt irgendwie am Ende so hektisch. Naja, ist auch egal. Wir haben hier zwei neue Sachen. Fertig. Als nächstes gibt es dann schmale Gräben für die Kabel. Und ja, ich glaube, in der nächsten Folge planieren wir auch mal. Ich gucke gerade mal 5 Minuten, 10 Minuten. Ja, ich würde sagen, die machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, danach geht es dann am Montag weiter mit, ja, mit dem richtigen Mikro wieder. Das hier ist jetzt so ein Ersatzmikro, ist eher ein Headset. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen, Leute. Denkt an das Gewinnspiel. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch hier einen Daumen hoch da lasst. Das hilft mir wirklich sehr weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen um 17 Uhr auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis dann hier bei Digit. Bis dann.